Typisch Model. Was Models sich anhören dürfen. Kritische Ausgabe. Der Kritiker und das Model. Der Kritiker. Du glaubst wohl, du siehst immer perfekt aus, nur weil du immer 24/7 aufgetakelt und aufgestylt bist, ne? Das Model. Ich habe PMS, putze mir gerade die Zähne, bin ungeschminkt und wo bin ich perfekt? Jetzt tu doch nicht so. Ich weiß doch, dass du arrogant bist. Du bist schließlich Model. Alles klar. Ich mach mich mal fertig, ne? Pff, als ob die sich selbst fertig macht. Die haben doch alle Stylisten. Wenn das Model sich zuerst fertig macht und später etwas essen möchte. Ah, ist ja wieder richtig typisch Model, ne? Dass die alle irgendwie nichts essen. Isst doch mal was. Ich bin irgendwie nicht so der Morgenesser. Du hungerst also? Du isst eine ganze Mahlzeit weniger? Ich esse vielleicht einfach über den Tag verteilt mehr als andere. Ich kompensiere damit mein Frühstück, weil ich nicht so auf Frühstücken stehe. Aber ich hungere doch nicht. Ach so, jetzt isst du plötzlich super viel, ja? Du merkst schon, dass du dich in Lügen verstrickst. Du kannst gar nicht so viel essen und gleichzeitig schlank bleiben. Ich mache einfach Sport. Sport, der war gut. Als ob du Sport machst. Hör doch auf zu lügen. Also auf deinem letzten Foto, ja, das hast du ja schon sehr stark bearbeitet. Du hast ja einfach alle Pickel weggemacht, ne? Ich bearbeite halt auch mal die Pickel weg auf Fotos. Vor allen Dingen, wenn es um Kunst geht und um Kunstwerke schaffen, um Botschaften vermitteln, Geschichten erzählen. Du kannst mir nicht sagen, dass du deine Pickel nicht wegbearbeitest, wenn du irgendwas postest. Du bist ja irgendwie doch nicht arrogant. Warum modelst du denn dann bitte? Es geht ums Geschichten erzählen, es geht darum, Botschaften zu vermitteln, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und sich auszuleben und auszutoben und einfach die Kunst in Bildern zu sehen. Visuell auf Botschaften dahinter aufmerksam machen. Modeln und Fotografieren ist eine Kunst. Machst du dich eigentlich auf den Bildern, die du postest, regelmäßig schlanker? Also, ich habe ja gedacht, du bist größer. Ha, wenn du verreist, du nimmst bestimmt 5 Koffer mit, oder? Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du auch ungeschminkt Sex? Beste Frage. Das war's schon mit dem Video. Ich wünsche euch einen super coolen, chilligen Tag und ihr könnt mir sehr gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr euch mit dem einen oder anderen irgendwie identifizieren könnt, ob ihr selber schon diese Erfahrung gesammelt habt. Und dann wünsche ich euch ganz viel Sonne